Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Wie ihr hier gerade seht, muss ich gegen einen Rivalen kämpfen, der erscheint nach jedem zweiten Tag. Haha, du willst dir das wirklich nochmal antun? Na schön, ist mir recht, da habe ich wenigstens was zu tun. Haha. Eigentlich habe ich mich nicht gegen ihn gefightet, aber der ist wenn er meint. Abfahrt. Metal Sonic gegen König Buhu. Da haben wir den Buhu. Ach ja, perfekt. Ein guter Start. Gewehren. So. Wir sind mit dem Buu dicht auf den Fersen. Jetzt sind wir dran. Jetzt haben wir ihn überholt, sind vorne. Ah, vorbei. So. Danach sieht's gut aus. Noch gegen die Entführung. So, jetzt unser Power-Up. Auch angesetzt. Noch 9 Tore. Jawohl, das sieht gut aus. Die 34 Tore haben wir. Dann der Sieg gegen König. Buhu! Der Sieg. So. Gut 3 Sekunden haben wir gewonnen. Also eindeutig. Da ist meine Bildschirm. Okay. Jetzt haben wir den Tag 3. Jetzt kommt der Tag 4. Guten Morgen, Metal Sonic. Der Wettkampf zwischen dir und König Buhu gestern kam unerwartet, nicht wahr? Nicht wirklich. Heute ist Tag 4. Werfen wir mal einen Blick auf das bisherige Ergebnis. Olympische Disziplinen gibt es noch keine, also sind wir trotzdem Erster. Und bei Traumdisziplinen auf Platz 4. Nur. Das bedeutet, zusammen. Platz 4. Ich finde, auf diesem Platz kannst du stolz sein. Ich bin aber nicht stolz. Das Sportfest hat ja gerade erst begonnen. Du hast noch genug Zeit, an die Spitze der Rangliste zu klettern. Okay. Was für ein schöner Tag heute doch ist. Da fühlt man sich gleich viel besser, oder? Heute kämpfst du endlich um die Goldmedaille in einer olympischen Disziplin. Dies ist die Chance, 10 Punkte zu kassieren, wenn du den ersten Platz erreichst. Viel Glück für heute. Ja, jetzt gehe ich mal hier raus.
Okay, die bisherigen Schritte werden gespeichert. Jetzt werden wir kriegen jetzt hier noch Punkte für die Shopping Card. Wir können dann nämlich uns Klamotten für unseren Mi, wenn jeder weiß, was es ist, kaufen und dafür kriegen wir dann halt für jede Disziplin Geld. Aber jetzt machen wir erstmal Sportfest mit Team. Ich werde jetzt mit einem Bruder spielen. Sportfest Team. Okay, zwei Spieler. Gute Grafik. Was ist das? Ohne Frage. Okay, jetzt sehen wir hier alle Charaktere. So. Okay. Ja, haben wir hier. Okay. Ich nehme mal. Ich nehme mal einen Shadow und ich nehme mal Yoshi. Okay, in unserem Team sind noch Mario und Sonic. So, dann haben wir jetzt. Soll das Team Stern heißen? Das Team heißt Stern. Team und Teamnamen speichern. Ja. Okay. Jetzt kommt die ersten Disziplinen des Trainings. Guten Morgen, Team Stern. Die Öffnungsfeier war gestern einfach spitze. Nicht wirklich. Heute wird endlich mit Training und Wettkämpfen begonnen. Das Team, das zwischen heute und Tag 16 die meisten Punkte im Training und in den Wettkämpfen gesammelt hat, wird zum Gesamtsieger gekürt. Cream und ich drücken eurem Team die Daumen. Viel Glück. Heute stehen noch keine Wettbewerbe an, aber es sind zwei Trainingseinheiten geplant. Deine Leistung im Training bestimmt, wie viele Punkte du bekommst. Streng dich also an. Denk daran, dass du den Gesamtsieg erreichen willst. Wir fangen an mit Training Bob. Okay, los geht's. Okay. Los. Du bist so Slime Center. Hier findet das Pokémon statt. Das ist unser Team. So, mal sehen. Okay, bam. Okay, das überspringen wir mal. Sammle 20 oder mehr Münzen. Okay, etwas zu viel, nicht gut. Alles im Dreh. Okay, 29 Minuten schon, jetzt 34 und hier haben wir auch noch welche eingesammelt. Gut, klappt bitte. 36. Also guter Lauf hier. Und Yoshi freut sich, Shadow und Sonic und Mario. Sehr gut. So, jetzt kommt das zweite Training. Das war echt gut. Mit so einem Ergebnis solltest du keine Probleme haben. Nur noch eine Disziplin heute. Viel Glück.
Training. Dann los geht's. Borschein. Okay. Timmer, bin ich so scheiße, ey, das ist so schlecht. Ja, Daniel, du hast nicht wirklich Optimismus. Okay, aber wir waren jetzt hier mal. Probiert wenig. Okay. Shadow, okay. Yoshi. Okay. Ich bin unten. Los geht's. Wir überspringen das Ganze. Durchfahre, je 10 oder mehr Tore. Okay, gutes Timing beim beiden. Okay, Fanny hat schon mal eins verfehlt, aber trotzdem sieht das immer noch bei beiden ziemlich gut aus. Ich bin mir sicherer auf der Strecke. Daniel war schneller, aber die Aufgabe. Jetzt sieht das hier klar besser aus. Also. Ah, eins habe ich jetzt auch verfehlt. Trotzdem habe ich eins verfehlt, aber. Yes. Aber ich bekomme jetzt zwei verfehlt. Und da ist schon das Ziel. Yoshi mit seinem. Okay, ich hab 16 geschafft. Okay. Du hast 19. Ja. 3. Und das müsste auch wieder ein gutes Ergebnis sein. Also wieder gutes. Ey. Okay. 18 Punkte. Und 16 wieder plus 2 Punkte. Sehr gut, das ist gut. Dass wir hier gleich mal Punkte sammeln. Okay. Ich glaube, ich komme jetzt erste Mal, ne? Nee, nein, doch nicht. Stimmt, noch zwei müssen wir schaffen, oder? Stimmt. Der erste. Aber dann noch. Wie war das? Aber dann kommen irgendwann alle nur zwei. Dann habt ihr das Training gestern gut hinter euch gebracht. Heute ist das perfekte Sportwetter. Neben dem Training steht heute auch eine Traumdisziplin auf dem Plan. Das ist deine Chance zu zeigen, was du gelernt hast. Denk daran, dass du den Gesamtsieg erreichen willst. Okay. Jetzt speichern wir das Ganze hier auch ab. Und wir kriegen wieder was auf die Geld auf die Shoppingcard. Und jetzt eine kleine Einführung. Das Ganze. Wir werden jetzt vielleicht noch ein paar Disziplinen machen. Und zum Shopping Center werden wir jetzt auch gehen. Okay. So, wir haben eine neue E-Mail bekommen. Wirf dich in Schale. Wirf dich in Schale. Du kannst in der Boutique Kostüme für deinen Mii kaufen. Von schick bis hin zu total abgedreht. Sorgen die Kostümoptionen für viel Spaß. Okay, wie ich schon erzählt habe. Okay, jetzt gehen wir hier auf Einkaufen. So. Okay. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, in einen Sportshop zu gehen. In die Bücherei, in die Boutique. Sportdings. Und in den Musikshop. Weiter geht's nicht. Es wird im Laufe noch weiter. Also noch weitere Gebäude geben. Vintage 1. Okay. Ich sehe jetzt gerade, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen.